willkommen bei einem neuen Guru-Check. Ich bin Debbie und wir sind im La Veranda Sandy Beach auf Korfu. Das La Veranda Sandy Beach ist so das typische Familienhotel, was sich über eine ziemlich große Fläche erstreckt. Also ihr habt hier knapp 700 Zimmer, mehrere Pools, auch mit Wasserrutschen und einen direkten großen eigenen Sandstrand. Hinter den genau 684 verschiedenen Zimmern verstecken sich 5 verschiedene Zimmertypen. Wenn ihr hier mit der ganzen Familie hinkommen wollt, dann entscheidet ihr euch wahrscheinlich für ein Familienzimmer. Auch da gibt es verschiedene Varianten mit einem Schlafzimmer oder mit mehreren Schlafzimmern. Wenn ihr als Paar hier hinkommt, habt ihr auch verschiedene Arten von Doppelzimmern. Zum Beispiel eine Suite oder ein Superior-Zimmer oder ein ganz normales Standard-Doppelzimmer. Dann gibt es natürlich verschiedene Ausblicke aus den Zimmern. Wenn ihr euch für ein Seaside-Zimmer entscheidet, dann habt ihr meistens Blick auf den Pool und aufs Meer. Wenn ihr ein Meerblickzimmer nehmt, dann guckt ihr natürlich aufs Meer. Und dann gibt es auch noch einige Ausblicke in die wunderschöne Gartenanlage hier. Aber in diesem Resort hält man sich natürlich am wenigsten in seinem Zimmer auf. Das wäre auch ziemlich schade, denn es gibt extremst viel zu erleben. Ich habe ja schon gesagt, dass es mehrere Pools gibt, 3 um genau zu sein. In einem der Pools kann man besonders gut schwimmen, weil er einfach der größte von allen dreien ist. Und was ich hier am besten finde, ist, dass man so vorne raus sogar noch direkt einen Meerblick dazu hat. Der zweite Pool ist ein bisschen kleiner, dafür habt ihr einen schönen Pavillon direkt in der Mitte. Und am dritten Pool habt ihr sogar mehrere Wasserrutschen. Der Pool ist so der typische Familienpool hier. Nicht nur wegen der Wasserrutschen, ihr habt auch direkt angrenzend noch einen großen Spielplatz mit dabei. Und außerdem sind die ganzen Familienzimmer hier direkt um den Pool herum angeordnet. Wenn ihr hier im La Veranda Sandy Villas Gast seid, dann habt ihr automatisch eine All-Inclusive-Verpflegung. Das Gute ist natürlich, dass ihr den ganzen Tag essen und trinken könnt. Im Hauptrestaurant habt ihr dann so die klassischen Buffets. Das geht natürlich morgens beim Frühstück los, wo ihr eine riesengroße Auswahl habt. Ab 12 Uhr bekommt ihr dann noch ein großes Lunchbuffet und habt außerdem die Möglichkeit, an verschiedensten Snackbars noch was zu snacken. Wir haben uns zum Beispiel ein Eis besorgt. Es gibt nämlich auch mehrere Eisdielen auf dem Gelände. Hier müsst ihr allerdings extra zahlen. Das Besondere an dem Hotel und weshalb auch ganz, ganz viele Leute hierher kommen, ist der große Strand. Wir haben uns sogar sagen lassen, dass dieser Sandstrand hier grundsätzlich einer der beliebtesten auf Korfu ist. Und das Allerbeste ist, dass ihr nicht mal für die Liegen zahlen müsst. Ein Aspekt, in dem das Sandy Beach besonders punkten kann, sind die Aktivitäten, die hier angeboten werden. Neben einem riesigen Animationsplan, der sich von Tag zu Tag unterscheidet und mit dem die Animateure euch auf jeden Fall auf Trab halten, gibt es aber auch andere Sachen, die ihr machen könnt. Ihr könnt zum Beispiel Basketball spielen, außerdem gibt es mehrere Tennisplätze und auch einen Volleyballplatz direkt am Strand. Wer Durst bekommt, hat auch mehrere Bars zur Verfügung. Unter anderem eine Poolbar, eine Bar direkt am Strand und immer mal wieder im Hotel habt ihr verschiedene Spots, wo ihr Getränke bekommt. Wenn es Richtung Abend geht, erwartet euch dann das richtige Highlight, für das das Hotel hier eigentlich sogar steht. Und zwar der super schöne Sonnenuntergang. Ihr habt schon ungefähr 1,5 Stunden vorher orangenes Licht über der gesamten Hotelanlage und seht dann am Ende die Sonne über dem Meer untergehen. Und wer das so richtig genießen will, hat sogar an manchen Tagen die Möglichkeit, im Sonnenuntergang Yoga zu machen. So, ich sag's euch ganz ehrlich, wir haben es nicht geschafft, euch alles zu zeigen, weil das Hotel einfach wirklich sehr groß ist. Jetzt beginnt hier aber die Mini-Disco. Darum würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Kanal. Hier findet ihr noch weitere Videos. Und den Link zum Deal gibt's in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!